Hi Leute, herzlich willkommen bei Tupac VR. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir zocken heute Ed Share in a Room und ja, wie wir sehen, da ist der Stuhl. Hier werden uns so ein paar Sachen erklärt, wie man teleportiert und so weiter. Da müssen wir hin, um neu zu starten. Ich habe das Spiel eben schon mal mit der Wife probiert und da fängt das nach 5 Minuten dermaßen an zu ruckeln, dass ich mich entschieden habe, nochmal mit der Rift zu probieren. Und ja, hier habe ich das Problem nicht. Deshalb wird das jetzt hier ein Rift-Gameplay. Hätte gerne mal das erste Mal jetzt mit der Wife aufgenommen, aber das kommt mit Sicherheit auch noch. Okay, Leute, ich würde sagen, wir fangen an. Ich hoffe, das Game wird nicht so hart. Viel Spaß. So, wir sind im Fahrstuhl. I'm Dr. Green. Wolf and Wood. Welcome to the Institute. I'm happy to answer any questions you might have. Wir sind John Doe. Also, wir haben keine Erinnerungen. Deb Munro, Dr. Green. Newscaster. Okay. They're under an arms. Sounds sind cool. Dave Petit, Preacher, Police. We have to give them drugs to keep them calm. Natasha Sutton Williams, nurse. It's for their own good. Some of these patients can be quite unstable. A chair in the room. Green water. Bei dem Spiel am 26. Oktober. Green Water Remastered. Ich weiß leider nicht, was hier neu ist, aber ich gehe davon aus, dass die einiges verändert haben. Okay, das war meine Katze. Lernt ihr den Ben jetzt auch mal kennen? Okay, wir lassen uns mal nicht davon abhalten. Okay. Okay, wo sind wir? Okay. Oh, ist das fies, das Geräusch. Ja, es ist an. Yeah. Right. November the 13th, the patient number is 6079. We are going to try a cognitive response test today. All you have to do is listen to the words I read out and visualize the meaning. Okay, krass, wenn man so ins Licht guckt. Your progress will be monitored through the sensors on your headset. I know this is uncomfortable, but please do not remove the equipment. Are we ready? Okay, wir dürfen unser Headset nicht entfernen. Swan. Screwdriver. Okay. Box. Sollen das Triggerwörter sein? Boy. Medication. Fork. Mirror. Lamp. Toy. Photograph. Confession. Fuse. Kann ich den Namen da ran? Ich versuche mal zu ihr zu kommen. Paradise. Kommt so ein fieser Ton. Ah, jetzt kommt ein viel fieserer wieder. Oh. Negative results. All results show a negative. Do you remember anything? Ich erinnere mich an nichts. Ich bin John Doe. Nein, auch nicht. Ich erinnere mich nicht. Okay. Was passiert jetzt? Okay. One a day patient to keep the visions away. 6079, please come to the window for your medication. Hallo.
Okay, wir können nicht nach ran. Okay, die Tablette genommen. Und los geht die wilde Party. Okay. Today you will perform simple memory tests. In front of you is a ball and three cups. I would like you to hide the ball under any of the cups, move it around, and reveal the ball. I will observe your progress. Okay, also die fordern uns auf, jetzt hier so einen Test zu machen. Wir sollen den Ball verstecken, ein bisschen hin und her bewegen, die Becher. Also den Ball unter die Becher. Und dann wieder freisetzen, denjenigen, der quasi Please den Ball complete hat. The task. So. Habe ich. Aber wir können nochmal machen. So. What do you see? Oh. Haben die jetzt gemacht? Oh, sieht fies aus durch diese Scheibe. Okay. Ah. Wow. Oh, what the? Es fliegen ja immer Bälle durch die Decken, ne? Die sind ja schon, sind Löcher drin und so weiter. Okay, was haben wir hier? Gone fishing. To Cypress irgendwas. Cypress Hill. Honey, do you recognize the postcard? We all came out to the lodge. It's just how I remember it. So peaceful. But it's just not the same without you. I hope you're holding up, okay? We should all come back when you get home. Okay. Okay, da gibst du irgendwas. Ja, und nach dem Ball? Oh, da ist ein kleiner Junge, der kniet. Hallo Junge, willst du den Ball? Sieht schon fies aus, ey. Wenn er sich jetzt umdreht oder auf einmal hier im Raum steht, dann kriege ich zu viel. Oh! Da hat sich ja was geändert. Okay. Soll ich jetzt hier die Dinger stapeln? Einer hat sich in Roten verwandelt, okay. Okay, ich versuche mal was mit dem Stuhl hier. Lass mich raus hier. Wow. Okay. Mein Becher ist weg. Der ist da hinten hingeflogen. Okay. So. Lasst euch nicht von meiner Katze stören. Die will einfach mitmachen hier. So. Ja, Ben, ich höre dich. Mann, nehmen jetzt. Hä? Was war das? Da hat doch was geflüstert gerade. Oh, der Junge ist weg. Ja, ich brauche auch jetzt Medikamente, ey. Boah. So Spiele sind echt nichts für mich. Hallo, Junge. Oh. Take your medication. Ja.
ich nehme meine Medikation. Mann. Und jetzt? Good. You are responding well. You can go back to your room now. War es das schon? Okay. Kreuz. Es scheint meine Zelle zu sein. Oder Krankenzimmer. Okay, da sehe ich gar nichts. Nur ein Flur. Okay. Schauen wir uns mal die Dinger hier an. Okay. The Writer, Oscar Carrington. Published by Wolf and Wood. Of London. First Edition 1886. Mhm. Der Eiffelturm. Telefonzelle. Irgendein Turm. Ist das eine Arena? Eine alte. Footballstadion. Kann natürlich auch sein, aber sieht eher aus wie ein römisches Stadion von früher. Auch irgendein Wolkenkratzer. So. Wow. Oh. Das heißt nichts Gutes, oder? Da passiert nichts. Okay. Also bei dem Buch kam was, oder? Und bei dem Schwan. Und jetzt hier? Nee. Sieht auch nichts, okay. Checken wir mal hier. Holy Bible. Genesis 1,29. Hier fehlen Seiten. Auf jeden Fall. Okay. Schauen wir mal in die Schubladen. Okay, hier gehen mehrere auf. Greetings from Louisiana. Okay, hier ist nix. Drück doch zu. Okay, unten ist nix. Und oben? Hä? Da war doch gerade was. Wow! Okay, ein Ass. Immer ein Ass im Ärmel hier. Okay, das war es scheinbar. Da ist noch ein Schrank, den checken wir jetzt mal. Postcard. All Halloween Greetings. Okay. Postcard, aber hier ist ein bisschen, ich weiß nicht, Blut oder so. Pelikan Motel. Okay, sagen wir die mal. Die sichern wir uns jetzt mal auf den Tisch. So. Paradise Lost, a poem written in 10 books by John Milton. Wow! War immer diese Sounds, wow. Okay, ja, müssen wir uns mal angucken, oder? Vorne sieht man nichts. Okay, hier wird es interessant. Hier ist ein Zettel. If I am a murderer, who did I kill? Also wenn ich ein Mörder bin, wen habe ich umgebracht? Place the clue here. I remember a bird on the water. What was it? This is everything I can remember. I have to hide it
I hide what I know. The doctors say that memories haunt me, so I hide this from them. The things here seem familiar. There must be a trigger. Pelikan Motel. Vielleicht muss ich das hier hinsetzen? Nein. A bird on the water. Ah. Haha. Oh. Wo bist du jetzt hin? Ach, da liegst du doch. So, schauen wir mal. Okay. Place the clue here. Wow! Okay.